Mein Studio ist nach einem ganz klaren System ordentlich aufgebaut. Ich finde es schön, in ein aufgeräumtes Studio reinzulaufen und Chaos wieder eigentlich entstehen zu lassen, weil so entstehen so Zufälle und ja, kreative Prozesse. You know what I mean. Mit vielen Sachen ist es schwierig zu arbeiten, sagen viele Leute. Ich finde das selbst eigentlich nicht so. Ich mag ein Chaos eigentlich in der Musik. Ich mag es, viele Optionen zu haben. Die Reduzierung bei mir passiert schlussendlich im Produzieren, weil ich halt wirklich nur auf einem Mono-Channel oder höchstens auf zwei, also auf einem Stereo-Channel aufnehme. Und durch das, also egal welches Projekt oder wenn ich ein neues Projekt anfange, dann fange ich halt zuerst irgendwie mit einer Kick an. Und, oder ich habe irgendwie einen Gitarrenriff oder ich habe irgendwie ein cooles Sample, wo ich auf dem Handy aufgenommen habe oder ich habe irgendwie ein cooles Sample auf YouTube gefunden. Und da, damit fängt dann halt mein musikalischer Prozess an und dann schichte ich das aufeinander. Lass es ein Chaos werden, also so wie ein Diamant. Das ist dann ganz viele Spuren, ganz viele Unterspuren und Layers und so weiter und so fort. Und dann fange ich eigentlich, wenn das, der Track eigentlich fertig ist und schon viel zu viel drin ist, dann fange ich an, rauszumeißeln. Und meißle raus, bis ich es nicht mehr hören kann. Und dann probiere ich das im Klo. Ich würde am liebsten mit einer Spur Musik machen. Leider geht das nicht und es kommt immer noch eine geile Spur dazu und dann schlussendlich irgendwie ist effektiv hat dann der Prozess im Club, merke ich dann immer, okay, das ist zu viel, wenn jetzt da 10 Hi-Hats drin sind, das macht einfach keinen Sinn, weil das macht alles matschig und dann wird halt aussortiert und nach dem Gig geht es dann halt schon im Taxi oder im Hotelzimmer noch mal kurz rein, werden ein paar Sachen gelöscht. Oder vielleicht sogar markiert, um die mehr auszuarbeiten. Und es gibt für mich wie so zwei Arten von Produzenten. Eben die einen, die wissen ganz klar, was sie wollen und die sind strukturiert und machen ein Tune nach dem anderen. Bei mir ist das eher so wie so eine Spielzeugkiste mit ganz viel Schrott drin. Und ich bin dann halt am Ausprobieren. Und ja, das sind zum Teil halt kurze Ideen, zum Teil 30 Sekunden, zum Teil sind es 10, 20, 30 Minuten Tracks. Meine Musik oder die Arbeitsweise, wie ich arbeite, finde ich so extrem schwierig zu erklären, weil es halt jeder Tag irgendwie anders ist. Also ich bin begeisterungsfähig mit neuen Sachen und darum, ich könnte nie ein Projekt zweimal gleich anfangen. Wenn ich Geräte aufnehme, Synths aufnehme oder Gitarren, also akustische Sachen, selbst da ist es immer unterschiedlich. Zum Teil brauche ich halt einen guten Preamp, der vielleicht schon rauscht oder kaputt ist, aber das ist irgendwie mein Charme. Es muss alles ein bisschen brummen und rumfurzen und rumtun, sonst ist es nicht meine Musik. Ich mag das irgendwie so, den Noise. Also Noise, das ist so meine Musik. Das dazwischen ist nur halt so ein bisschen Licht. Und Noise, das ist für mich warm, da fühle ich mich wohl, wenn alles irgendwie rattert und rumpelt und irgendwie nicht so klingt, wie es sein soll. Standard-Preamp habe ich da bei meiner UAD-Karte drin. Und erst seit kurzem habe ich mir eigentlich so ein Solo 6-10er gekauft. Sonst bin ich effektiv immer direkt rein. Mache ich, der brummt ein bisschen, aber das ist ganz okay. Und ja, aber viel gehe ich effektiv einfach direkt halt in die Soundkarte rein. Ich wäre auch ein Fan davon, wenn man endlich alles auf dem Handy machen könnte. Wenn es da halt gute Preamps geben würde, direkt ins Handy rein aufnehmen. Ich habe alles da drauf, am besten noch 10 Terabyte Speicher auf dem Handy und ich kann da auf dem Weg im Auto könnte ich sogar die Kick irgendwie verschieben oder sowas. Das würde ich super finden. Darum freue ich mich auf die Zukunft.
Meine Musik klingt darum so organisch, weil ich schon eigentlich alles selbst einspiele, weil es für mich wie mehr Spaß macht. Es klingt viel schneller nach mir. Ich habe extrem Mühe, mit Samples zu arbeiten, weil es dann immer klingt wie jemand anderes. Ich habe ein MIDI-Gerät, das brauche ich sehr selten, wenn ich mal irgendwas ansteuern muss, vielleicht so. Aber sonst selbst die Arpeggios spiele ich eigentlich alles von Hand. Also ich probiere möglichst wenig zu quantisieren. Ich probiere kein MIDI zu benutzen. Selbst wenn ich Riffs spiele, dann ist das meistens mit einer Hand gespielt und mit dem anderen halt die Filter. Weil so bin ich der Überzeugung, dass du wie so eine natürlichere, entspanntere Art hinkriegen kannst. Eine emotionalere. Wenn ich da alles vorprogrammiere und dann auch der Filterverlauf und der Frequenzverlauf, also irgendwie den Cut-off noch irgendwie so schiebe oder wie sagt man, programmiere und die Resonanz noch schiebe und dann mit der ADSR-Kurve noch rumspiele, dann kommt man auf crazy Zeugs, aber es ist halt nicht mehr so wie ich. Es ist viel zu kompliziert und auf dem Dancefloor bin ich immer noch der Überzeugung, dass die einfachsten Sachen eigentlich am besten überzeugen. Das ist halt, wenn es emotional ist oder halt eine Linie sich nur ein bisschen verändert. Es kann sich auch mal nur die Resonanz verändern. Und wenn du das halt selbst spielst, dann bist du schon limitiert, weil du hast ja nur zwei Hände. Und wenn du halt alles vorprogrammierst mit Klicks, dann kannst du halt alles machen und niemand interessiert's. Mit welcher DAW ich eigentlich am meisten arbeite, ist schon Ableton, weil sie halt wirklich für jede Oma gemacht ist und für jedes Kind. Und es ist halt extrem einfach, da schnell ein Chaos entstehen zu lassen und dann muss man irgendwie einen Ausweg finden. Ableton klingt aus meiner Sicht auch schon so chaotisch, so verspult. Ich bin Ableton, ich habe mit Logic angefangen. Es war für mich nie logisch, weil es viel zu strukturiert war und alles hat so loopmäßig geklungen. Weil halt alles, du siehst alles und du bist nur noch fokussiert zum Schauen und nicht mehr zum Machen. Und bei Ableton kannst du irgendwas drücken und irgendwas Spannendes passiert immer. Darum, ich mag es schon, also die Arbeitsweise bei Ableton. Wenn wir aber zurückkommen zum Klang, dann, ich weiß auch nicht, was für einen Algorithmus Logic hat, da klingt das Zeugs wie kerniger. Darum, für gewisse Sachen gehe ich dann halt ins Logic und mische da ab oder irgendwie die Kompressoren. Ehrlich gesagt, ich kann da wie nicht ganz mitreden, weil ich arbeite immer noch mit dem System vor 10 Jahren. Ich habe immer noch das alte Ableton und Logic und vielleicht klingt das neue Ableton besser. Ich weiß es nicht. Ich hatte lange das Problem eigentlich damit, dass ich meine Musik wie nicht ernst genommen habe, weil es halt für mich wie Kindergarten geklungen hat. Immer noch ein bisschen, weißt du, so verspielt, was ich ja bin selbst. Aber dann durch das, dass ich dann andere Künstler kennengelernt habe, wie die arbeiten und halt irgendwie Calabrese ist ein großer Einfluss von mir, ein guter, toller Freund, der hat mir ganz viel beigebracht, vor allem wie die Sachen nicht zu benutzen. und einfach zu machen und ja, das ist es schlussendlich eigentlich. Ich mache halt einfach und probiere aus und probiere Spaß zu haben und wenn ich sehe, dass einer das so nach dem Schema XY gebraucht, finde ich das cool, aber ich probiere es dann vielleicht eben gerade nicht so aus. Scharf auf dem Bild! Ich bin so scharf auf dem Bild! Noch ganz lange!